Auf jeden Fall habe ich heute ein Paket bekommen von Sekt Plus, endlich mal wieder so präsentieren, was für mich wichtig ist an Supplements, wenn es ums Thema Fitness geht. Veganes Protein, Geschmack, Vanille. Das sind die zwei wichtigsten Supplements für Muskelaufbau. Dann werden die fucking Muscles aufgebaut. Das ist perfekt zum Joggen, Bro. Soll ich mal anziehen auf süß? Vertragsverlängerung incoming. Wäre schön. Mhm. Auch süß, ne? Leon 10, dabei ist alles, weil dabei ist alles. Wenn ich nicht trainieren gehe, dann spüre ich mich selber nicht richtig. Und wenn ich mich selber nicht richtig spüre, dann bin ich einfach nur am Arsch, Digga. Egal, was ich gemacht habe, Fitness hat mir dabei geholfen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Genau, Leute, ich habe mir gedacht, wir packen heute mal ein Sekt Plus Paket aus, was ich heute bekommen habe. Das steht jetzt hier drüben. Bam. Yes, sir, Freunde. Auf jeden Fall habe ich heute... Oh, ich muss mal die Adresse hier wegmachen, Digga. Auf jeden Fall habe ich heute ein Paket bekommen von Sekt Plus, endlich mal wieder. Die haben mir auch in Mexiko versucht, die ganze Zeit Sachen rüber zu schicken. Das hat leider nicht funktioniert. Aber jetzt, wo ich hier in Deutschland bin, habe ich mit denen wieder connected und die haben mir jetzt ein Paket zugeschickt. Schon mal vorab, ihr könnt auf jeden Fall mit dem Code LEON10 könnt ihr 10% auf Nacken kassieren bei Sekt Plus. Also ich werde euch jetzt einfach mal so präsentieren, was für mich wichtig ist an Supplements, wenn es ums Thema Fitness geht. Was für mich wichtig ist an Supplements, was ich mir gerne reinziehe. Opa. Und werde vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu auch sagen. Wie gesagt, Leon 10 könnt ihr 10% abkassieren, sparen und ihr supportet mich im gleichen Atemzug auch damit. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Wir gehen jetzt mal die Sachen hier durch. Shouts gehen auf jeden Fall raus. Ansek Plus, danke für das Package. Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar Sachen durch hier, würde ich sagen, Freunde. Ja? Seid ihr down oder was? Wer von euch macht ein Fitness? Schreibe 1-1 in den Chat, wer von euch trainieren geht, Freunde. Gib mir mal Feedback, wer von euch geht trainieren? Gerne. Öfter. Und dann schreibt am besten auch noch dazu, wie lange schon. Home Training, paar Monate, 10 Jahre. Krass. The real easy. Ich küsse dein Herz, Bro. 6 Jahre, 6-mal die Woche. 5 Jahre im Fit. 1,5 Jahre. Okay, also sind ein paar Leute dabei, die schon länger trainieren und ein paar Leute, die erst kurz dabei sind. Aber viele Leute lange am Trainieren. Normal. Eigentlich so 13 Jahre, aber nie durchgängig. Und mit auf Ernährung achten und so weiter. Geh jeden Tag. Yes, auf jeden Fall haben wir hier, sehen wir schon, meine Community natürlich hart am Pumpen, Digga. Manche 5 Jahre, manche 10 Jahre, manche 2 Jahre. Ich küsse euer Herz, macht auf jeden Fall weiter, zieht durch. Aktuell schwer, auch für mich, weil es leider keine Möglichkeiten gibt. Man muss ja diese Regeln, die jetzt am Start sind, Digga. Das macht mich so traurig. Fitness ist für mich mein Leben. Und ich komme hier hin, 2 Tage später führen die 2G ein. Geile Nummer auf jeden Fall. Ist egal, ich gehe auf jeden Fall hier zu Hause jetzt, also ich mache jetzt hier zu Hause halt ein bisschen, ne? Liegestützen, dies, das, paar Klimmzüge, so halt. Aber ansonsten, was willst du machen? Schauen wir mal, was sich da ergibt. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar geile Sachen zugeschickt gekriegt hier. Das ist perfekt zum Joggen. Das ist perfekt zum Joggen, Bro. Soll ich mal anziehen auf süß? Skrrr. Ja, Form ist auch schon wieder auf jeden Fall nach hinten gegangen. Ja, jetzt 2-3 Wochen kein Training. Hat aus mehreren Gründen, also einmal wegen der Rückengeschichte, das hat ja in Mexiko schon angefangen. Und jetzt halt auch wegen den Regeln, ne? Achso, ja, schöne Grüße gehen an Cynic hier an der Stelle. Habe ich natürlich extra gemacht, das T-Shirt auch extra nach oben gelegt, dass ich so schnell wie möglich mein Oberteil ausziehen kann und flexen kann, vor euch angeben kann, ja. Oh, shit. Fresh, Bro. Fresh, Bruder. God damn. Oh, die T-Shirts sitzen richtig nice. Guck mal, wie schön das bei mir knallt, oder? Sekt Plus, überlegt euch das nochmal, Digga. Bei wem sehen die Sachen so fresh aus, Bruder? Wieso nicht eingeölt? Öl it out, man. Gib mir die Out-Öli-Vibes, Digga. Und was haben wir hier noch? Wir packen erstmal die Klamotten hier aus. Und dann kommen wir zu den Supplements. Oha, sind einige Klamotten auf jeden Fall am Start. Skrrr. Vertragsverlängerung incoming. Digga, wäre schön. Geil, so ein ärmelloser Bruder. Mhm. Auch süß, ne?
Ist jetzt vom Fit nicht unbedingt meins, Digga, aber doch, Digga. Doch. Ist geil. Boah, das sieht doch nice aus, Bro. Digga, Sek. Überlegt's euch, Bruder. Den Bruder wollt ihr nicht verlieren. Vertrau mir. Okay, was haben wir hier? Ah, ein kurzes Höschen. Kurzes Höschen hier. Passend dazu. Das ziehe ich auf jeden Fall jetzt nicht an, weil es einfach zu kalt ist. Keine kurze Hose jetzt an der Stelle. Oh, Bro, ich brauch Gym, Digga. Jetzt, wo ich die Sachen hier auspacke, ich krieg richtig... Das Ding ist, ich bin ja hier nach Deutschland gekommen und ich wusste ja, dass ich erstmal nicht trainieren kann. Ich habe ja drüben auch nicht trainiert wegen meinem Rücken. Aber diese Kombination aus zurück in Deutschland, die Vibes in Germany, was hier abgeht und kein Training. Also, hey Bro, ich lag 2 Tage lag ich hier im Bett drin und hab mir einfach nur Depris geschoben. So, weil ich bin einer, wenn ich nicht trainieren gehe, dann spüre ich mich selber nicht richtig. Und wenn ich mich selber nicht richtig spüre, dann bin ich einfach nur am Arsch, Digga. So, grundsätzlich im Leben, weißt du? Alles bei mir, müsst ihr euch überlegen, alles bei mir hat angefangen mit Fitness. Alles bei mir hat sich damit aufgebaut, so. Egal, was ich gemacht habe, Fitness hat mir dabei geholfen, so. Mein Studium habe ich durchgezogen wegen Fitness. So, ich wäre schon nach den ersten zwei Semestern wäre ich kaputt gegangen, hätte ich Fitness nicht gehabt. So, dieser Ausgleich, dieses Kopf frei bekommen, dieses sich selber spüren, Körper, Geist, Seele, das hängt einfach zusammen. Dann auch die ganze YouTube-Karriere, alles, was ich da gemacht habe, Instagram, egal, was ich bis jetzt gemacht habe, Fitness hat mir immer entweder die Tür dafür aufgemacht oder mir meistens dabei auch noch extrem krass geholfen. So, Fitness ist alles, Digga. So. Ah, hier haben wir noch so ein auf Style, Digga. Auf süß, Bro. Nicht schlecht, Digga. So Oversize-mäßig, glaube ich, ne? Ich probiere das auch nochmal an. Ey, Bro, ich muss echt fette Shoutouts raushauen. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht, so. Also klamottenmäßig habt ihr euch auf jeden Fall krass gesteigert, finde ich. Klamottenmäßig habt ihr euch auf jeden Fall gesteigert, Freunde, ja? Shoutouts gehen raus an Sek Plus. Nochmal, mit dem Code Leon10 könnt ihr 10% sparen und mich auch supporten. Und ich muss sagen, auch das T-Shirt vom Stoff her und so, also klamottenmäßig haben die echt einen draufgepackt, so. Das war ja am Anfang eigentlich nur so Merch-mäßig, ne? Halt Supplement-Marke und Merch, aber die Qualität jetzt hier von den Klamotten, das geht schon in Richtung Marke auf jeden Fall. Nice. Das ist ein bisschen klein, wa? Bisschen lütsch, Alter. Ja, typisches Muskelshirt. Bisschen klein jetzt gerade hier für mich so, muss ich sagen. Bisschen klein. Aber ist nice. Sieht cool aus. Neues Logo, neues Design. Checkt auf jeden Fall das Merch ab. Sek Plus it in, man. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt kommen wir mal zu den Supplements rüber, würde ich sagen, oder? Also, Leute. Generell erstmal vorab zum Thema Supplements nochmal. Leute beschäftigen sich meiner Meinung nach oft zu früh mit dem Thema. Supplements sind nicht das A und O. Ich höre immer öfter Leute und immer mehr, die fragen, Bro, was für Supplements soll ich nehmen? Ne? Und dann frage ich, wie lange trainierst du denn schon? Nee, ich habe noch nicht angefangen, aber ich möchte mir die Supplements gerne vorher holen. Dann sage ich, Bro, hör zu, geh einfach trainieren erstmal vernünftig und ernähr dich richtig gut, weißt du? Guck erstmal, dass du da auf jeden Fall das Bestmöglichste machst, also einen vernünftigen Trainingsplan am Start hast, wo du ganz genau weißt, wann du was trainierst, dich steigerst etc., dir das auch schön aufschreibst und deinen Ernährungsplan in Anführungszeichen, deine Ernährung on point kriegst. Wenn du jeden Tag Scheiße frisst, musst du auch keine Supplements nehmen. Also weißt du, wie ich meine so? Ich finde, man sollte sich vorher immer über die grundlegenden Sachen Gedanken machen. Supplements sind ein on top. Mit Supplements kannst du nochmal ein bisschen mehr rausholen. Und ich sage aber trotzdem, sowas wie Protein und Kreatin
gerne auch von Anfang an und vor allen Dingen auch die Vitamine. Aber macht euch nicht von Anfang an mehr Gedanken über die Supplements, die ihr nehmt, als um euer Training. So, und das sehe ich sehr, sehr oft. Da müsst ihr einfach gucken, so bleibt realistisch. Weißt du, wie ich meine? Mit Training und Ernährung habt ihr immer noch die größten Hebel. Das sind die größten Hebel für vernünftigen Erfolg im Fitnessbereich. Supplements kommen on top. So. Nichtsdestotrotz, ich stelle jetzt einfach mal die Supplements vor, die ich für mich konsumiere, wo ich denke und für mich gemerkt habe, dass die mir was bringen und mir gut tun und meinen Muskelaufbau fördern. Und dann fangen wir natürlich an mit Protein. Veganes Protein von SEG Plus, Geschmack Vanille. Das ist mein absolutes Lieblingsprotein von SEG Plus und auch die Geschmacksrichtung Vanille. Uff, also uff, auch im Shake oder im Smoothie oder so. God damn, kann ich nur weiterempfehlen. Dann als nächstes, zweitwichtigste Supplement. Habe ich gar nicht bestellt oder was, Digga? Ah, doch. Aber ich wollte eigentlich Pulver haben, Bro. Naja, egal. Das zweitwichtigste Supplement für mich, für den Muskelaufbau, ist Kreatin. Ich habe jetzt hier Kreatin AKG in Tablettenform. Ich bin eigentlich mehr ein Fan. Kreatin Monohydrat einfach in Pulverform. Das ist am easiesten. Gib mir den Fokus back, Bro. Back it in, man. Yes, also wir haben Protein, wir haben Kreatin. Das sind die zwei wichtigsten Supplements für Muskelaufbau. Meiner Meinung nach. Die zwei Dinger, vernünftige Ernährung, hartes Training und dann geht der Laden los, Freunde, ja. Dann werden die fucking Muscles aufgebaut. Bestellt euch den Shit, Leon 10, dabei ist alles, weil dabei ist alles. Und dann haben wir halt einfach noch Edibles. Das machen wir, also Kickdown zum Beispiel. Auf jeden Fall gebe ich mir gerne vorm Training auch mal ein Büsterchen. Deswegen habe ich mir auch hier den Kickdown bestellt. Kickdown, der Zweier, glaube ich. Ich glaube, der Zweier ist der, der mir am meisten gefällt. Es kam ein Einser, dann gab es einen Zweier und dann gab es einen Evolution. Und der Zweier war der, der mir am besten gefallen hat. Ich glaube, das ist sogar der Zweier. Also Kickdown Booster ist eine Sache, wo man sagen muss, täglich Booster nehmen ist eigentlich nicht so nice, ne? Aber ich bin da auch so ein Suchti. Ich neige ja zu Süchten. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Und deswegen, ich nehme schon sehr oft Booster, wenn ich ins Gym gehe. Muss ich ganz klar sagen. Jetzt haben wir hier einfach noch ein paar Vitamine. Das sind jetzt Supplements oder Dinge, die ich nicht nur Leuten, die trainieren, ans Herz legen würde, sondern auch allen Leuten, die einfach auf ihre Gesundheit achten. Vitamin C, ja, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin D3 mit K2 in Kombination und Zink und Magnesium. Das sind so für mich die wichtigsten Vitamine einfach. Auch als Veganer natürlich B12, D3, K2, auch wegen dem Wetter hier in Deutschland, ganz wichtig. In Mexiko habe ich sogar auch immer noch D3 genommen. Aber da habe ich halt auch schon sehr viel D3 durch die Sonne konsumiert, was mir auch gerade extrem fehlt. Ein Auge weint auf jeden Fall, wenn ich an Mexiko denke. Yes, das sind auf jeden Fall die Vitamine, die ich mir gern reinziehe. Und dazu habe ich noch ein Supplement, was für mich auch ein absolutes Muss ist von SEG Plus. Und zwar Arto Essential. Arto Essential heißt das Ding auf jeden Fall. Und zwar ist das ein Gelenk-Support-Supplement. Als ich das erste Mal von Gelenk Support gehört habe, habe ich, glaube ich, gedacht, die wollen mich verarschen und ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe es dann ausprobiert und habe gemerkt, dass es bei mir auf jeden Fall auch funktioniert. Wenn ich dieses Supplement nehme, geht es meine Schulter, meinem linken Ellenbogen und meinem Knie auf jeden Fall besser. Das sind so die drei Stellen bei mir, die schon vorbelastet sind. Meine rechte Bizepssehne war schon einmal angerissen. Da hatte ich immer wieder Probleme, habe ich jetzt gar keine Probleme mehr. Das liegt, glaube ich, an der Technik und auch am vernünftigen Warmmachen, Rotatorenmanschette etc. Aber mein Knie zum Beispiel hat immer wieder Probleme gemacht. Wenn ich das Supplement nehme, dann hilft mir das einfach. Das supportet die Gelenke. Es ist so eine Art Schmierstoff für die Gelenke. Und es bringt halt wirklich was. Es ist kein Scam. So, ich habe früher auch gedacht, es ist ein Scam, aber es ist einfach kein Scam. Deswegen kann ich euch das nur ins Herz legen. So, Freunde, das sind die Supplements, die ich für mich nehme von SEG Plus. Ja, viel mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen. Habt ihr noch Fragen, was das angeht? Dann können wir gerne auch nochmal ein, zwei Fragen zu den Supplements beantworten. Wenn nicht, dann lassen wir die Supplements jetzt Supplements sein. Nochmal, ihr könnt gerne bestellen mit Leon 10, spart ihr 10% auf Nacken. Ja? Hast du schon neue Sponsoring-Angebote? Jein. Wie lange machst du Sport? Sport mache ich, seitdem ich
5 oder 6 bin. Wie oft isst du? Ich esse so 3 bis 4 Mal am Tag. Ja. Wie Kreatin dosieren? Ed Da Vinci, Bro, 5 Gramm am Tag auf süß. Yes, Digga. Ich würde sagen, dann lassen wir das Thema Supplements mal das Thema Supplements sein. Ich küsse euer Herz auf jeden Fall.